Guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren, Freunde und Freundinnen der Kunst, Freunde und Freundinnen des Vereins. Die Kunst soll nicht still sein, wenn es um das Thema der Gewalt geht. Mit diesem Thema haben wir uns verschrieben. Einmal möchte ich heute am Abend besonders begrüßen Gäste, die wir haben. Der Klubobfrau der Bürgerliste im Gemeinderat der Stadt Salzburg, die heute die Eröffnung dieser Veranstaltung tagt. Meine Damen und Herren, ich bin heute eingeladen worden von Herrn Platscher. Ich habe mir dann im Vorfeld überlegt, okay, mit Kunst und Kultur bin ich in der Politik nicht befasst und ich wollte auch unseren Kultursprecher, den Markus Grüner Musik schicken, aber der hat gemeint, es tut mir ganz gut, dass ich mich mit diesem Thema auch einmal beschäftige. Ernst Platscher kenne ich seit langem, auch das Artforum. Ich schätze Ihre Arbeit, ich schätze die Arbeit des Artforums, was Sie in Lehen auf die Beine gestellt haben, das ist wirklich beachtenswert und das verfolge ich seit Jahren. Und dafür ist es für mich selbstverständlich, bei Ihnen heute zu sein. Was kann Kunst? Denkt man in der letzten Zeit, oder es wird viel öfter darüber diskutiert, was darf Kunst? Viel weniger, was kann Kunst? Und ich denke, Sie haben mit dieser Veranstaltungsreihe jetzt diese Diskussion eröffnet. Und ich denke, Kunst kann wirklich viel bewirken. Kunst kann vor allem Gutes bewirken. Und ich denke, gerade bei dem Thema Gewalt ist es so, dass wir auch gerade eine politische Dimension, eine gesellschaftspolitische Dimension angesprochen wird. Und ich denke, wenn wir wollen, dass sich unsere Gesellschaft zum Guten wendet, wenn in unserer Gesellschaft etwas Positives passieren soll, ist die Kunst dabei einer der wichtigsten Möglichkeiten, Transformatoren, die Gesellschaft besser zu machen. Und wenn ich da hinaussehe und dieses Schüttbild verfolge, denke ich mir alleine, dass die Menschen zusammenkommen und gemeinsam etwas unternehmen, gemeinsam ein Bild schaffen, das sollte eigentlich ein Zeichen dafür sein, dass Kunst zusammenhängt, dass Kunst die Menschen zusammenbringt. Sehr geehrte Anwesende, als geistiger Vater dieses Kunstfesttage, die Plattform Salzburg zum Thema Kunst gegen Gewalt, ist es mir und meinen Künstlerkollegen ein Anliegen, Sie aufmerksam zu machen, welchen positiven Einfluss Kunst auf die Gesellschaft nehmen kann. Denn Kunst in jeglicher Form ist Nahrung für die Seele. Kunst entstaubt unser Denken. Kunst macht auch auf Missstände aufmerksam. Kunst setzt Emotionen frei und ist damit auch in der Lage, Aggressionen abzubauen. Ziel des Artforums Salzburg ist es, in dieser Veranstaltungsreihe hinzuweisen, dass Kunst mehr Beachtung und Wertschätzung erfährt. Es uns als Verein aber auch gelingt, den Zugang zur Kunst zu öffnen. Nicht nur für Erwachsene, sondern auch für Kinder und Jugendliche. Herzlichen Dank für die einführenden Worte, auch von mir. Nun einen schönen guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Vielen Dank, Herr Platscher, Frau Peter, für die Organisation, die Einladung, Sie heute moderierend durch den Abend zu begleiten. Ich bin Elisabeth Nöstlinger, Sie kennen mich vielleicht als langjährige Producerin des Salzburger Nachtstudios, vielleicht von den City Science dort, die ich mitunter auch hier in Salzburg veranstalte. Ich freue mich sehr, dass meine Kollegin Hedwig Keinberger hier ist. Wir kennen uns schon lange und werden beim vertrauten Du bleiben. Hans Weininger kenne ich sehr kurz, aber auch wir sind per Du. Und ich glaube, es ist gescheit, sich dann nicht zu verlegen, wenn vielleicht die Diskussion etwas heftiger wird. Besonders freue ich mich über Primar Stelzi, den ich auch schon sehr, sehr lange kenne, nämlich auch aus der Zeit, als ich noch im Landesstudio Salzburg gearbeitet habe. Wir haben es aber bis zum Du nicht gebracht. Ich dann die Hochstrate habe ich von Ferne begleitet und wir sehen einander uns heute zum ersten Mal vor Abgeordneten Gucci. Lassen Sie mich die Diskussion mit einem Zitat beginnen, und zwar mit dem Holzbildhauer Erich Sauer. Er ist mittlerweile 88 Jahre alt, zu seinem 80. Geburtstag ist ein umfangreiches Werk erschienen. Er ist von der UNO, von den Vereinten Nationen als Künstler für den Frieden ausgezeichnet worden, und in diesem
umfassenden Werk hat er sein Lebenskredo niedergeschrieben. Ich zitiere: Ich könnte schreien vor Schmerz, dass die Menschen Kriege führen, dass sie die Welt zerstören. Ich könnte sie erschlagen. Wäre ich dann besser? So lasse ich meine Plastiken reden, in der Hoffnung, dass sie einsichtig werden. Der Künstler Hans Weidinger, der mir zur Rechten sitzt, hat mir sein Credo für diesen Abend mitgegeben und sieht es anders als Erich Sauer. Er arbeitet am Rauch und am harten Stein, malt mit Glas, arbeitet mit Glas, ist Glasmaler, hat große Glasfronten für Kirchen geschaffen und arbeitet unter anderem auch mit Holz. Er sagt, Kunst ist Gewalt ausgeliefert. Wie dürfen wir das verstehen? Das war so für mich als schaffender Künstler die großen Wunschvorstellungen, dass Kunst die Welt verändert, was sie ja macht, aber man muss aufpassen, ich bin ja kein Kunsthistoriker, was sind auch modische Strömungen? Kunst wurde auch immer eingesetzt, um Macht zu zeigen, ob es die großen Medici waren, die eine Michelangelo angestellt haben, ob das ägyptisch ist, ob das in China war, rauf bis in unsere Zeiten, ob der Realismus der sozialistischen und sowjetischen Republiken, die Zeit des Nationalsozialismus, es hat immer auch eine dienende Funktion, aber die große Sehnsucht auch die, für uns, was ist für uns eine wichtige Welt? Die Renaissance hat sich aber an dem orientiert, die Antike. Jetzt haben wir die Antike, jetzt zur Zeit Salzburger Festspiele, Medea. Ein Grauen jagt das andere und es ist alles in einer grauenhaften Schönheit auch eingepackt. Was, jetzt, ich möchte jetzt kurz, da mache ich einen kleinen Stopp jetzt, weil man sagt, die Kunst, was das Wichtigste ist für uns, ich sehe es so, ist die Liebe, die Nächstenliebe, was ich praktiziere. Und jetzt kommt es von mir auch, Kunst ist Gewalt ausgeliefert. Wir haben in der letzten Zeit erlebt, die Taliban sprengen Buddha-Statuen raus, traumhafteste Werke, selber bringen sie es gar nicht zusammen, also hat es mit einem Wahnsinns Haufen zu tun. Dann haben wir gerade vor kurzem Palmyra, IS. Das hat mich am meisten betroffen. Es war nur ganz kurz, dass dort auch 20, 30.000 Christen, Kinder, Frauen geköpft, erschlagen, gekreuzigt etc. wurden. Das große Drama war die Kulturgüter. Unwiederbringlich, da brauche ich gar nichts dazu sagen, was mir das trifft, aber was geht einher? Ein Haufen Tode. Hitler, hier kommt der Hitler auf die Idee, dass die Minzbrauch ein Scheißbild ist. Was hat die Kunst da im Vordergrund damit zu tun? Wahrscheinlich hat die Kunst eines zu tun, sie geht unter die Haut, sie transportiert Ideen. Und Kunst bringt ja da nicht nur Freude auf. Ich bin zum Beispiel für mich der Nietzsche ein wichtiger Mann in unserer ganzen Kunstgeschichte. Er wird sicher auch ein Teil der Kunstgeschichte Österreichs bleiben. Ja, der hat ja Aggressionen runtergemacht, bis zum geht nicht mehr. Also da haben sie ja bis zum Misthaufen vor die Haustüre. Was wird alles kaputt gemacht? Und was hat die Menschheit da kurz zusammengebracht? Was für ein Segen ist das und was für ein Geist, der es bewirkt? Man muss ja da den Hochmut mitbringen, es wird ja, mir muss ja das eingegeben werden, dass ich es auch ausführen kann. Und da kommt vielleicht noch ein bisschen dazu, wie der Künstler, wie du da arbeitest. Ich möchte jetzt ein bisschen bei der Aggression bleiben und zu Dr. Stelzi kommen, gerade mit aggressiven Menschen, mit jenen Menschen, die Gewalt auch ausüben, haben Sie zu tun gehabt im Landeskrankenhaus Salzburg. Sie
haben viele Jahre das Department für psychosomatische Medizin der Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie geleitet. Wenn ich mich richtig erinnere, dann haben sie das aufgebaut und initiiert sind Psychiater, Neurologe und Psychoanalytiker und haben eine Ausbildung im Psychodrama. Das ist ihnen ganz, ganz wichtig und ich glaube, auf diesem Gebiet arbeiten sie auch noch, wenn sie Supervision machen und wenn sie als Coach in Firmen arbeiten. Sie sagen, zu therapieren sei auch schon eine Kunst. Es gibt natürlich auch seit 70 Jahren die Kunstform der Kunsttherapeuten. Vielleicht können Sie darauf auch noch ein bisschen hineingehen. Aber was ist die Kunst des Therapeuten, Menschen von der Gewalt wegzubringen, vielleicht hin zur Schönheit der Kunst, wenn wahrscheinlich Weiler sagen könnte, Kunst ist nicht per se schön. Oder vielleicht auch Sie, Herr Ostrat. Ja, also da stimme ich zu. Ich habe mir sowieso gedacht, was ist jetzt sozusagen das Künstlerische am Psychotherapeuten? Und ich sehe da schon sehr viel Gemeinsamkeiten, so wie der Hans Weiringer gesagt hat, es geht unter die Haut. Wir müssen auch unter die Haut gehen. Es geht in der Kunst, so wie in der Psychotherapie, auch um Resonanzphänomene. Resonanz heißt, sich und den anderen zum Schwingen, zu einem gemeinsamen Schwingen zu bringen. Und das ist ganz, ganz wichtig, gerade bei Menschen, die so aggressiv sind, aber natürlich noch mehr bei Menschen, die Opfer von Gewalt sind. Da einen Draht zu finden, in Resonanz zu kommen und ihnen eine andere Form der Bewältigung des Lebens vorzugeben. Joachim Bauer hat ein wunderschönes Buch geschrieben, das kann ich Ihnen sehr empfehlen, das heißt Schmerzgrenze. Und da geht es auch um die Ursache von globaler Gewalt oder von Gewalt. Und er sagt, wenn wir jetzt bei den aggressiven Menschen bleiben, und ich habe natürlich sehr viel mit Menschen zu tun gehabt, gerade in den Nachtdiensten, weil Sie müssen sich ja vorstellen, in der Psychiatrie werden Menschen eingeliefert, die fremd- oder selbstgefährlich sind, also die für andere eine Bedrohung darstellen oder für sich selbst eine Bedrohung darstellen. Also die Aggression ganz massiv im Raum. Und die Frage ist immer, wie finde ich einen Draht zu dem Menschen, der jetzt hochgespannt ist, hochaggressiv ist, das Gefühl hat, er möchte eigentlich alles krumm und klein schlagen, ohne ihn jetzt zu verwerfen, ohne ihn zu beurteilen, ohne ihn mit Verachtung zu bestrafen, sondern das, genau das Gegenteil zu finden, nämlich den Draht zu dem. Und das ist vollkommen klar in der Psychotherapie und das ist wirklich eine ganz große Kunst, das können Sie sich vorstellen, mit einem aggressiven Menschen so viel Einfühlungsvermögen aufzubringen, dass der runterkommt, dass der das Gefühl hat, okay, es gibt auch eine andere Form der Aggressionsbewältigung. Und Jürgen Bauer spricht eben von Aggressionsflüsterer. Also so wie die wilden Pferde einen Pferdeflüsterer brauchen, dass die wieder vom Bocken und vom Ausschlagen und vom Wildwerden runterkommen, braucht es eben bei den Menschen auch einen Aggressionsflüsterer. Das heißt, ich möchte dich verstehen, warum kommst du in so einen Zustand, ich möchte dich nicht verurteilen, sondern ich möchte schauen, was steckt da dahinter. Bist du verletzt worden? Bist du selber geschlagen worden? Wie schaut deine Lebensgeschichte aus? Wie schaut dein kulturelles Umfeld aus? Durch meine Zuwendung, durch meine Akzeptanz, durch mein Verständnis entsteht sozusagen die Gegenbewegung. Das ist in der Welt eine andere Form des Miteinanders geht, als zuzuschlagen, als den anderen zu bedrohen, aggressiv zu sein, zu vernichten. Und das ist wirklich eine ganz große Kunst. Im Prinzip hat das ja jeder in sich und es ist vollkommen klar, das ist auch neurologisch und neurophysiologisch nachgewiesen,
Der Mensch braucht, er braucht Akzeptanz, er braucht Bindung, er braucht Zuwendung und er braucht Liebe. Das ist vom Baby her bis zum Greis immer gleich. Und wenn er das aber nicht bekommt, ja, wenn er konfrontiert ist mit Demütigung, mit Ausgrenzung, mit Abwertung, mit eben selbst mit Gewalt, mit Schlägen, dann entsteht sowas wie ein aggressives Pulverfass in dem, sodass das, das ist die Schmerzgrenze, die Joachim Bauer schreibt, wenn es über die Schmerzgrenze hinausgeht, kommt es dann zur Explosion. Dann geht eben diese vernünftige Problembewältigung nicht mehr so, wie man sich das wünschen würde, sondern dann wird zugeschlagen. Joachim Bauer hat ein Buch geschrieben über die Spiegelneuronen, Ich fühle, was du fühlst, und vielleicht können wir da ein bisschen später noch darauf eingehen. Wenn ich fühle, was du fühlst, wenn die Spiegelneuronen sozusagen mir den Spiegel geben und ich ähnlich reagiere, was mir vorgesetzt wird, Herr Hofstrate, Sie waren 18 Jahre, habe ich gelesen, ich hoffe, es stimmt, Intendant des Salzburger Landestheaters, Präsident des Vereins der Kamerater Akademierungen, auch selbst gemacht, habe mit dem ORF zusammengearbeitet. Und ich möchte Ihr Statement sozusagen einleiten und eine Frage dran knüpfen. Paul Auster sagt, Theater, Kunst sei nicht eine Methode, schöne Objekte zu schaffen. Gerade im Theater geht es ja oft wüst auf der Bühne zu. In vielen Inszenierungen wird Gewalt gezeigt. Joachim Bauer anlehnen, Spiegelneuronen, Gewalt geht möglicherweise dann ins Publikum über. Vielleicht ist es auch ein Aufzeigen der Welt. Und Auster sagt, Kunst sei ein Weg, die Welt zu durchdringen und den eigenen Platz zu finden. Haben Sie im Theater Ihren eigenen Platz gefunden? Dem ist gar nichts entgegenzusetzen. Ich meine, das Theater vor 2000 Jahren hat schon sich bemüht, sozusagen das Publikum, und da unten auf der Bühne hat man sich die Köpfe eingeschlagen, damit man eine Message hat. Es geht nicht darum, dass Gewalt ans Publikum weitergereicht wird, sondern dass das Publikum die Gewalt auf der Bühne sieht, um sich daraus Gedanken zu machen, wie furchtbar Gewalt ist. Und ich, wenn Sie mich so ganz persönlich fragen, kann ich nur sagen, ich habe mein Theater, also meine Parenthese, wirklich als Gegenstand gesucht, um gegen Gewalt aufzutreten. Das fing, wenn wer sich vielleicht noch an meine Anfangsjahre 86 erinnern kann, da hat es Wackersdorf gegeben. Und mit dem damaligen Bürgermeister habe ich gegen Wackersdorf protestiert, weil das eine Möglichkeit war, sozusagen ohne Gewalt die Gewalt der Gesellschaft zu beschreiben. Und so sollte Theater meiner Meinung nach sein, und so habe ich auch immer Theater verstanden. Danke Ihnen, Hedwig Kainberger, kennen wir über Ihre Artikel über die Hochkultur. Sie ist Ressortleiterin der Salzburger Nachrichten, war zuvor sehr wirtschaftsaffin, hat in Brüssel, war Korrespondentin in Brüssel und hat über die Europäische Union geschrieben. Jetzt danke ich dir sehr, dass du gekommen bist in Zeiten wie diesen, wo man eigentlich mehr in einem anderen Bezirk ist als hier, wo ihr gerade heute in der Zeitung getitelt habt, Mord in Lehn. Würdest du sagen, Kunst, Kultur und welche Kunst und Kultur hilft gegen Gewalt? Also erst danke für deine freundliche Begrüßung. Erst einmal muss ich ganz heftig widersprechen gegen die Hochkultur. Seit ich in der Kulturredaktion bin, das sind jetzt doch schon einige Jahre, ist von Anfang an die Devise gewesen, dass es keine Hochkultur und Tiefkultur oder was immer gibt. Es gibt nur Kunst und Kultur, und da gibt es keine Qualifizierung und Unterscheidung. Und wenn ich da jetzt zum Beispiel auf dieses Bild
da hinausschaue, dass da draußen entstanden ist und noch weiterhin entsteht. Nach der alten Nomenklatur wäre das eindeutig Hochkultur. Also das gehört auch zu uns. Die Geschichte mit dem Mord in Lehn und was die Kunst dazu machen kann. Die Kunst kann was tun, glaube ich nur, die Kunst ist ein sehr, sehr langsames Medium. Ist die Kunst, was bewirkt hat, ist der Mord schon sehr, sehr lange her. Das muss alles ganz viel weiter, viel tiefer und viel langsamer ansetzen. Ich glaube, dass die Kunst da durchaus sehr viel dazu beitragen kann. Wenn ich nur das alles ein bisschen aufglaube, was jetzt so schon gesagt worden ist, dann würde ich sagen, der große Unterschied ist schon, ob ich das betrachte von Menschen aus, der über das Mittel der Kunst sich ausdrückt. Was kann ich ausdrücken über das Schreiben, über das Malen, über das Zeichnen, über das Musizieren? Was kann ich da aus tieferen Schichten herausholen? Die andere Frage ist aber dann sehr wohl, und da möchte ich das Wort aufgreifen, das Sie gesagt haben, diese Botschaft, die dahinter steht. Jetzt frage ich so mal ein bisschen plakativ, ich glaube, dass die Kunst, egal welches Genre man nimmt, ein Propagandamittel ist. Propaganda in dem Sinne, dass die Kunst etwas ausdrückt, eine Botschaft ausdrückt. Und Sie haben ganz am Anfang gesagt, die Kunst ist Nahrung für die Seele und die Kunst setzt Emotionen frei, das ist ganz richtig, nur sie kann auch die Seele mit Gewalt füttern. Sie kann auch Gewalt freisetzen. Und die Kunst ist nicht eh und ipso gewaltfrei. Sowohl die Malerei, als die bildende Kunst, als natürlich die Musik, die berührt uns in tiefen Schichten, die man mit einem rational ausformulierten Satz vielleicht gar nicht so erreichen kann. Wenn ich mich so etwas aussetzen würde, wie Sie beschrieben haben, sage ich, weil Sie es nicht beschrieben haben, jetzt nenne ich einmal dieses Wort der Kunsttherapie, und so wie Sie gesprochen haben, würde ich mich gerne in Ihre Hände begeben, weil was Sie als Botschaft haben, was Sie vermitteln möchten, ist eigentlich ein sehr, sehr humanes, sehr humanistisches, sehr, sehr gut gestimmtes, sehr gewaltfreies was Weltbild, Dinge, die Sie vermitteln wollen. Das heißt, wenn Sie mit mir Kunsttherapie machen, würde ich mich dem gerne aussetzen wollen, weil Ihre Botschaft nicht die der Gewalt ist. Es gibt da sehr, sehr viele Beispiele, wo die Botschaft der Kunst sehr wohl die Gewalt ist. Kannst du ein Beispiel nennen? Naja, vieles im Nationalsozialismus, und da muss man auch natürlich sagen, also im Nationalsozialismus wurde Beethoven in Fabriken gespielt. Kann ich jetzt nicht sagen, dass Beethoven nationalsozialistische Musik ist. Es gibt in der bildenden Kunst, würde ich sagen, ist es relativ leicht, weil das, was die als nicht entartet zugelassen haben, das gefällt uns eigentlich heute nicht mehr so. Wenn man sich aber die Architektur aus dieser Zeit anschaut, wird das schon sehr schwierig, weil die ist oft wirklich gut. Also das ist sehr schwer zu sagen, was ist da gut und was ist da schlecht. Auch wenn man sich anschaut, zum Beispiel einen Emil Nolde, der wäre als Mensch, hätte er sich angebiedert, auch ein Horvat, wie ich jetzt gerade erfahren habe, ja, die hätten Konzessionen gemacht, und zwar einfach aus panischer Angst der Existenznot, des richtigen Verhungerns. Ja. Das sind alles ganz, ganz schwierige Bereiche, die man nicht so eingehen kann. Aber das Rom der Päpste, weil Sie es angesprochen haben, oder die Medici, die haben natürlich die Kunst, oder Karl der Kühne, wie die alle heißen, das waren ja unfassbar martialische Kerle. Die haben die Kunst als Propaganda verwendet und haben gute Kunst verwendet. Und das heißt, das ist immer die Botschaft, die dahinter steckt, die die Kunst vermitteln kann, und sie ist nicht eh und ipso gut und gewaltfrei. Kunst liegt in den Händen der Menschen und natürlich kommt es auf den Menschen an. Nur nach meiner Erfahrung, ich bin in der Zwischenzeit ein älterer Herr oder Mann oder wie auch immer Sie mich nennen würden,
Ich habe festgestellt, dass die Kunst versöhnlich macht. Ich habe viele Künstler in meinem Leben kennengelernt und die haben alle eine Entwicklung in ihrem Leben zustande gebracht, die letztlich dazu führt, dass wir gegen Gewalt sind. Und ich meine nicht, dass die Herrscher die Kunst machen, sondern natürlich gibt es immer wieder Menschen, die von Herrschern sozusagen engagiert werden und dann entsprechend für die Herrscher das machen, aber das hat mit Kunst nichts zu tun, sondern es hat etwas mit dem Begriff des Herrschens zu tun. Das wollte ich nur kurz sagen. Frau Magister Gucci, Sie sind Abgeordnete zum Salzburger Landtag. Seit 2015 stehen Sie der ÖVP als Clubobfrau vor und haben die Ressorts Soziales, Kinderbetreuung, Familien, Medien und sind Landesgeschäftsführerin des Salzburger Hilfswerkes. Inwiefern spielt Kunst gegen Gewalt möglicherweise auch zur Prävention eine Rolle? Als Politikerin ist man ja immer gefordert, vor allem die Gegenwart und die Zukunft zu gestalten. Und zum Glück gibt es ja keine Herrscher mehr, die Kunst missbrauchen, sondern es gibt ein demokratisches System mit verschiedenen Parteien, die alle darum ringen, dass wir das Beste für das Land praktisch schaffen. Und ich sehe in meiner Verantwortung ganz stark auch Zukunft zu gestalten, gerade auch junge Menschen entsprechend die Möglichkeit geben, durch Kunst und Kultur genau diese Form der Aggressionsbewältigung zu lernen und entsprechend auch Gewalt, die ihnen vielleicht auch schon in Kindesbeinen an, sie erleben müssen, entsprechend auch zu bewältigen. Wir haben im Land Salzburg in unseren Museen sehr viele Projekte, Kunstprojekte für Kinder auf die Beine gestellt, die in erster Linie natürlich mit den Schulen, mit den Kindergartenpädagoginnen und Pädagogen auch entsprechend genutzt werden. Aber es ist eigentlich für alle offen zugänglich und ich glaube, dass wir hier noch viel mehr Werbung machen müssen. Jetzt im Sommer zum Beispiel gibt es ein wunderbares Programm im Domquartier, Ferien, wo man einfach merkt, wie Kultur, wenn man sie sieht einerseits und dann selbst auch ins Tun kommt, entsprechend, was das mit einem macht. Ich habe in meinem Studium mich sehr intensiv mit dem Regisseur, dem brasilianischen Regisseur und dem Autor Augusto Boal auseinandergesetzt. Das war damals ganz, ganz en vogue, das Theater der Unterdrückten, wo praktisch das Publikum zu den Akteuren geworden ist und sich es ist in Brasilien entstanden und es ist ein Theater, das in einer Zeit entstanden ist, wo es auch wirklich eine Militärdiktatur dort noch gegeben hat. Und Augusto Boal hat versucht, dieses Theater auch nach Europa zu transferieren und zu schauen, was macht es mit den Menschen. Und es war ganz spannend, dass es hier zwar auch funktioniert hat, aber nicht so, wie er sich das gewünscht hat und wie er es in Brasilien gelebt hat. Ich denke, das Wesentliche ist einfach, verschiedene Möglichkeiten anzubieten für Menschen, sich mit Kunst und Kultur auseinanderzusetzen, um eben neue Wege im Aggressionsabbau und im Begegnen der Gewalt zu finden und zu sehen. Wovon Sie ja zuvor gesprochen haben, Herr Dr. Stenz, ist ja nicht so sehr die Kunsttherapie gewesen wie das Psychodrama. Von der Kunsttherapie sagt man, dass wenn Menschen, die aggressiv, depressiv, wie auch immer, sind, durch die Auseinandersetzung mit ihrer Kreativität, die Traumata, die in ihnen eingeschrieben sind, überschreiben können. Ist das richtig? Und wäre demnach, was Beuys sagt, jeder Mensch ein Künstler? Das glaube ich schon. Gerade im Psychodrama, wir haben so Urkategorien. Das eine ist Spontaneität, das andere ist Kreativität und das dritte ist Tele, also Begegnungsfähigkeit. Und das sind schon so Grundpfeiler für das künstlerische Tun. Und wenn ich mir jetzt diese Schutzbilder anschaue, das sind ja auch keine Profis, die da am Werk sind, sondern das sind Menschen, die ihre künstlerische Ader, freien Lauf lassen. Ich bin ja Psychiater, Psychotherapeut, Analytiker, Psychodramatherapeut, aber mein halbes Leben mit KunsttherapeutInnen zusammengearbeitet. Auch Musik ist total was Wichtiges. Ja. Und es geht immer darum,
wenn ich jetzt auf die Salutogenese von Antonovsky zurückkommen kann. Es geht immer darum, wir haben eine Waage in uns. Und einmal sagt Antonovsky, spricht von der Stresswaage, aber auch in unserem Zusammenhang von der Traumawaage. Das heißt, wenn auf der einen Seite sehr viele Dinge, belastende Dinge passiert sind, und Frau Magister Gutsch hat das jetzt gerade angesprochen, Schläge, Unterdrückung, Abwertung, Misshandlung, dann schaut man auf der anderen Seite der Waage, was ist das Positive? Und das Positive ist gemeinsam Kunst machen, begegnen, gemeinsam eine andere Form der Bewältigung schaffen, auf den anderen zugehen, ihn wahrzunehmen. Das sind ja die Spiegelneuronen da. Wenn ich wahrgenommen werde in meiner ureigensten Unverwechselbarkeit, dann ist das einfach ganz was Tolles. Und wenn ich mich in einem Kunstwerk, in einem, als zum Beispiel in der Maltherapie ausdrücke. Sie sind ja auch Musiker. Nein. Also ich bin sehr, genau, ich musiziere. Und für mich ist dieses Schaffen und das Kreativsein und eben diese Resonanzphänomene, die damit verbunden sind, ganz, ganz was Entscheidendes. Weil damit kann sozusagen die Urordnung, die in der Harmonie und in dem allem, was ich jetzt sage, freigelegt werden. Also die Ursehnsucht des Menschen ist Verstehen, ist Begegnung, ist Spiegelneuronen, wahrgenommen werden, geschätzt werden, Schutz, Geborgenheit. Das sind lauter Dinge, die wir herstellen können, die wir in der Kunst herstellen können, die wir im stationären Kontext herstellen können und die wir auch in der Einzeltherapie oder in der Gruppentherapie herstellen. Weil nur so entsteht Vertrauen, nur so entsteht wieder eine Form von Mut, auch neue Dinge, noch gute Dinge zu tun und vielleicht die positive Sehnsucht, die ich in mir habe, auszuprobieren, auf den anderen zuzugehen, mich zu freuen über den anderen. Aber Künstler sind ja manchmal auch zurückgezogene Menschen, während sie arbeiten, ziehen sich ein bisschen auf sich selbst zurück. Ist nicht die Kunst auch ein einsames Geschäft? Sie sagen, dass es vor allem die Gemeinsamkeit ist. Das mag dann auf der Bühne, Herr Hofstratte, passieren, die Gemeinsamkeit. Aber wenn ein Regisseur sich überlegt, wie er das macht, frage ich, ist das auch schon eine Gemeinschaftsarbeit? Wie ist das bei dir? So, was mir so gefällt, ist jetzt eines, dass man die Kunst als großen Begriff hernimmt. Im Endeffekt ist es als Therapie eine Massenbewegung. Das ist überhaupt nicht, und dabei ist es am meisten getäuscht, dass jeder Künstler ist, das ist ja wunderschön. Aber ein Weg dorthin, dass man was Gutes machen kann, sei es einmal das Handwerkliche zu können, es gibt viele, viele Ausdrucksmöglichkeiten. Ein Theaterregisseur, eine gute Skulptur zu machen, sind einmal viele Jahre notwendig, wenn es Stein ist, dass man ein Steinmetz wird, dass man ein Steinbildhauer wird, dass man das Material beherrscht, dass man das Werkzeug, dass ich auch Ideen umsetzen kann. Und dann kommt vielleicht das große Glück dazu, wenn man das kann, dass man da ein Meister ist, auch in diesem Fach. Das kann ich dann an Inspiration weiter reingehen. Welche Seele gebe ich denn? Wir machen es uns leicht. Wir dürfen schütteln mit dieser Freude. Das ist alles okay, da gibt es gar keine Diskussion. Aber wenn man immer gleich alles wieder ein großes Kunstwerk, da schüttelt man ein bisschen was drauf. So locker geht es nicht runter und es ist nicht alles Therapie. Und die Kunst ist ganz was Gewaltiges. Wisst, was die Kunst auch ist? Das ist so auch Avantgarde. Ohne Kunst gäbe es nur Gewalt. Gewalt muss eingedämmt werden. Und wir sind eben gewalttätige Geschöpfe in dieser Welt, sonst würden wir nicht alle Leute immer umbringen wollen. Und dagegen ist die Kunst sozusagen die Antithese zur These des Menschseins. So meine ich das. Stimmt das, Herr Stelzig? Der Mensch ist ein aggressives Wesen? Nein. Der Mensch hat Aggressionen in sich als Möglichkeit, aber die Ursehnsucht geht woanders hin.
Also mhm. Das ist vollkommen klar. Die Sehnsucht geht in Richtung Bindung, das geht in Richtung nämlich sichere Bindung, geht in Richtung Begegnung, geht in Richtung Familie. Also Kooperation, wie Bauer sagt, und genau. Nicht wie Darwin sagt, genau. Konkurrenz. Ja, aber der Darwin ist ja falsch interpretiert worden. Der Darwin hat durchaus die Kooperation auch in den Mittelpunkt gerückt, aber das ist Freiheit und dann den Aggressionstrieb und der Konrad Lorenz hat den Aggressionstrieb hervorgestrichen, aber das ist eigentlich nicht das, was den Menschen ausmacht. Also es geht darum, der Mensch wird aggressiv, wenn er entsprechende Dinge erlebt hat, auf die er aggressiv reagiert, aber nicht per se, weil er ein aggressiver Mensch ist. Also dieses ganze Motivationsprinzip, das wir im Körper haben, dieses, die Glückshormone, das Dopamin, die Endorphine, das Oxytocin, das was Serotonin, das was Glückszustände bewirkt, wird nicht bewirkt, indem ich dem anderen eine reinhaue, sondern das wird deswegen dann erzeugt, dieses Glücksgefühl, weil ich mit dem anderen glücklich zusammen bin, wenn ich ihn liebe, weil ich einfach spüre eine Begegnung. Wie schaut es dann mit dem Testosteron aus? Na, das Testosteron, das brauchen wir auch. Na, das Testosteron, stimmt natürlich, das ist ein Hormon, das eher die Aggression fördert, ja. Aber es ist einfach ein ganz wichtiges Hormon für die Menschheit, sonst würde die Menschheit, glaube ich, nicht mehr geben. Aber ich muss noch ein paar Sachen dazu sagen. Aber es gibt doch das große Glücksgefühl des Siegers. Das ist doch ein immenses Glücksgefühl. Fußballsieg. Ja. Früher war das halt Kriegssiege. Aber das ist ein unglaubliches Glücksgefühl, oder so hat es in der Mehrheit. Das stimmt, aber das ist ja nichts Schlimmes, oder? Es ist schon schlimm, weil es auf Kosten von dem anderen geht. Das erzählen uns ja die Perser, dass wir sagen, dass wir uns die andere Seite anschauen sollen, und weil uns dieses Glücksgefühl in die Hybris hineinbringen wird. Aber eo ipso ist es ein unglaubliches Glücksgefühl. Ein Triumph, herrlich. Ich wäre halt dann nur nicht gerne auf der anderen Seite, aber in dem Moment, oder so, wenn Sie das in der Gruppe erleben, ist das ja fantastisch. Naja, das ist, da kann man den Sport insgesamt sozusagen in Kritik ziehen, weil es wird immer einen Sieger und einen Verlierer geben. Und der Sieger hat natürlich das Glücksgefühl, dass er halt da gewonnen hat. Ja? Da ist ja nichts Unanständiges drinnen. Unanständig oder schwierig wird es dann wirklich, wenn es um destruktive Gewalt geht. Also wenn es um was immer, was jetzt die Perser, Shakespeare, wenn es wirklich um Destruktion geht, da muss man gegensteuern. Und da haben Sie schon recht, das wird deswegen aufgeführt auf der Bühne, damit man sieht den Zuschauern, so geht es nicht. Es ist ihnen klar, dass das nicht zum Glück führt. Das Problem ist nur, und da bin ich wieder sozusagen als Therapeut aufgerufen, ich bin ein Psychodramatiker. Und Psychodrama heißt therapeutisches Theater, also ein bisschen umgesetzt. Und im therapeutischen Theater nehmen wir nicht an, dass der Mensch schon die Lösung in sich hat. Das ist das Problem. Er geht ins Theater, er geht aber raus und weiß nicht, wie es geht, außer er ist schon ziemlich gesund. Ja? Und wenn ich jetzt die Lösung im Spiel anbiete, dann bietet das Psychodrama sozusagen das wahre zweite Mal. Das heißt, wir spielen die Szene, die destruktive Szene im Sinne einer Wunschszene. Also das hat der Moreno als therapeutischen Trick, er nennt das Surplus Quality, also so die Wunschszene auf die Bühne bringen und das erleben können der Begegnung, der Umarmung, dieses gemeinsamen Verstehens, der Versöhnung und so. Das, was wir als großen Drang in uns haben, aber wir gehen nicht unbedingt mit diesem Glücksgefühl aus einem Theaterstück heraus, wo es Mord und Totschlag gegeben hat. Da gehen wir vielleicht mit ein bisschen einer, Belastetheit und so geht es nicht raus, aber die Lösung ist noch nicht drin. Und
Und da meine ich, ist sozusagen die Kunst in der Therapie oder die Kunst in der Psychotherapie da drinnen, den Leuten wirklich erlebbar zu machen, was Spiegelneurone, was Begegnung ist, was Einfühlen ist, was dass das für ein Glücksgefühl macht, bestärkt zu werden in, in meiner Ursehnsucht, ja, in dem, was jetzt so im Raum steht, sie haben so humanistische Gedanken genannt, das ist einfach das, was wir brauchen. Und Zostrate war dafür bekannt, zu sagen, Kunst braucht Geld und nachzuhacken, um mehr Geld für das Landestheater, für was auch immer, zu bekommen, ist es wirklich ein Qualitätsmerkmal, viele Ressourcen zu haben für ein Theater? Also ich finde es richtig, dass die Gesellschaft in Kunst investiert, weil der Profit, also die Umwegrentabilität, wie man das so schön nennt, sehr stark gegeben ist. Also ich meine, die Leute, die ins Theater gehen oder die sich Galerien anschauen, nehmen nicht den Stecken und hauen irgendwie jemand gerade, wenn sie rauskommen, über den Schädel. Nein, also meine Erfahrungen sind die, dass es ein Publikums, sagen wir, eine Bewegung gibt im Publikum. Und ich glaube, das hat es auch schon in Griechenland gegeben. Und da saßen immerhin 2.500, 3.000 Leute. Und die sind nach Hause gegangen, haben sich nicht erschlagen. Und daher meine ich, ist Kunst zu Recht ein Subventionsempfänger, weil es unsere Gesellschaft hilft. Also ich meine, bevor wir unser Geld für Waffen ausgeben, ist es besser, wir geben sie für Kultur aus. Weil die Gesellschaft damit gesünder ist, meine ich. Und die Erfahrung habe ich in meinem langen Leben, ich habe 50 Jahre jetzt gearbeitet, habe ich eigentlich gemacht. Also es ist das Geld, was ich bisher kassiert habe, es waren schon einige Millionen, die ich verbraucht habe, aber sinnvoll verbraucht für eine, sagen wir, eine gesellschaftliche Entwicklung. Und damit ist das Geld gut investiert. Punkt. Gibt es den politischen Willen noch, Frau Gucci, in Kunst zu investieren? Man hört, es gibt so viele Subventionskürzungen, gerade im Bereich der Kunst. Ja, also ich kann das jetzt das Land Salzburg beantworten, wo Kunst und Kultur ein wichtiges Thema auch in der Landespolitik ist. Als kunstliebender Mensch und jemand, der ein großes Herz für Kunstschaffende hat, würde ich da gerne das Füllhorn ausschütten. Wenn man aber dann in so Aufsichtsratssitzungen sitzt, geht es oft um sehr nüchterne Dinge, wie Kollektivverträge und Ähnliches. Und da steckt dann wieder mein soziales Herz, weil man natürlich auch für diesen Bereich sehr viel Geld braucht. Also ich glaube, es ist wichtig, Kunst und Kultur mit entsprechenden Mitteln auszustatten. Es ist immer auch eine Frage der Abwägung, wie viel Geld investiert man wo. Weil Ideen gibt es Gott sei Dank sehr, sehr viele. Das ist für mich jetzt eine ganz spannende Phase, weil ich in vielen verschiedenen Kulturinstitutionen einen Einblick habe, unterschiedlich einerseits der Herangehensweise ist, aber wie zielorientiert dann doch alle Direktoren und Geschäftsführer sind, wenn es darum geht, entsprechend auch zu argumentieren, dass die Finanzen ganz etwas Wichtiges sind. Ich glaube, wir in Salzburg müssen uns nicht verstecken, wir sind hier gut aufgestellt, mehr geht immer, das ist ganz klar. Aber ich möchte jetzt noch einmal auch eine Lanze für diese kleinen Kulturinitiativen brechen, für die Kulturinitiativen am Land, für die Volkskultur. Das sind alles Dinge, die ganz, ganz wesentlich sind für unsere Gesellschaft und wo man auch nicht vergessen darf, dass auch hier notwendige finanzielle Ausstattung notwendig ist. Vielen Dank. Es gibt jetzt eine Frage und das ist quasi auch die Überleitung zu den persönlichen Gesprächen fast schon, jetzt noch möglich sind. Bitte, der Herr. Ja, mein Name ist Thomas Adauer, ich bin Psychoanalytiker in Salzburg und ich bin sehr interessiert an dieser sehr breit gefassten Diskussion, die viele Aspekte jetzt angerissen hat, ein paar Gedankensplitter nur vielleicht. Meinerseits, ich denke von einer Theorie zum Menschen, möchte ich dem Manfred Stelz sich leicht widersprechen. Ich glaube schon, dass man die Begrifflichkeit der Aggression auch als Grundkonstante im Leben tolerieren könnte.
Ich würde es eher begrifflich so differenzieren, dass ich sagen würde, die Aggression ist automatisch gegeben in uns. Es ist nur die Frage der Kanalisierung dessen. Und die Destruktion und die Gewalt sind Kanalisierungen der natürlichen Aggression, die Ausdrucksformen von Aggression sind. Das heißt, eigentlich könnten wir davon ausgehen, dass das Aggressive in uns permanent da ist. Man könnte also sagen, der Konflikt, den wir in uns selbst verspüren, mit uns selbst, mit Mitmenschen, mit der Situation, die führen naturgegeben mehr oder weniger zu einem aggressiven Erleben. Und dann ist die Frage, ob diese Aggression eben, wie sie kanalisiert wird, ob sie im Politischen kanalisiert wird, im Sport kanalisiert wird, in der Kunst kanalisiert wird, sind viele Ausdrucksformen. Also nur so ein kleiner Gedanke, diese Differenzierung von der Gewalt und von der Aggression, weil die Aggression ist wahrscheinlich nichts Böses per se. Aber das wäre vielleicht auch eine vertiefende Diskussion unter Psychotherapeuten und Psychoanalytikern, nur so als Idee. Das Weitere vielleicht, mir hätte es sehr gut gefallen, dass die Frau Keinberger auch davon sprach, dass die Kunst nicht im leeren Raum steht. Ich glaube, die Kunst ist per se instrumentalisierbar, verführbar. Es sind viele Gedanken hier aufgetaucht über diverse historische Zeiten, von Herrn Weidinger begonnen, über die Antike bis zum Nationalsozialismus bis heute. Das heißt, die Kunst ist nicht gut per se, die Kunst ist nicht schlecht. Es ist natürlich die Frage, was Kunst ist, das ist für mich auch eine unmögliche Frage, das überhaupt zu beantworten. Das ist sehr komplex und sehr schwierig, aber sie ist gebrauch- und missbrauchbar. Das, glaube ich, darf man, muss man leider auch annehmen. Das ist, wir wissen es eigentlich alle, denke ich, ist eine Möglichkeit, was mit Kunst passieren kann. So, das sind nur so ein paar Gedanken zu den Dingen, die hier passiert sind. Also ich arbeite unter anderem neben dem, dass ich in freier Praxis arbeite, in der Sexualberatungsstelle Salzburg, mit Gewaltopfern und auch Gewalttätern sexueller Gewalt unter anderem. Und da fällt mir auf, aber nicht nur bei diesen Menschen, sondern auch mit gewalttätigen Jugendlichen, mit denen ich auch unter anderem arbeite, dass die Kunstformen, die verschiedenen Arten der Kunst sehr wohl etwas möglicherweise Kathartisches im Sinne von die Aggression zu bewältigen schaffen können. Das ist ganz, ganz positiv. Der Zugang von schwierigen dissozialen Jugendlichen zum Beispiel zu Musiktherapie, zum Instrument, zum Schlagzeug, im Speziellen für die jugendlichen Burschen, ist eine gute Kanalisierung dieser Aggression und führt dann möglicherweise weniger eben zu dem Destruktiven. Und das erachte ich für sehr zentral. Und ich würde auch zum Beispiel so weit gehen, meine Erfahrungen als Vater und auch als früherer Leiter eines privaten Kindergartens, wenn 3-4-jährige Kinder mit dem Mittel der Kunst, zum Beispiel malend, mit ihren Impulsen umgehen lernen, einen Ausdruck dafür finden können, dann ist das eigentlich schon ein Modus, um Gewalt auch zu verhindern. Das heißt aber, ich behaupte, die Prämisse ist, es liegt etwas in uns, das einen Ausdruck sich verschaffen möchte und man kann es auch verschiedentlich damit bewegen, indem man zum Beispiel, indem man es akzeptiert und toleriert, dass es das in uns gibt, gibt es Möglichkeiten, besser umzugehen. Vielen Dank. Herr Stelzig, Sie sind da kurz noch angesprochen, würde ich meinen. Die Gewalt, die politische Gewalt ist ein Erfolg, das ist durchaus was sehr was Positives. Ja. Das ist immer die Frage, wie sieht man Gewalt? Oder auch Gewaltentrennung im Sinne dessen, was wir uns Gott sei Dank erkämpft haben, dass es auch eine Trennung zwischen kirchlicher und staatlicher Gewalt gibt. Dass es dann nicht so wie im Iran eine totale Vermischung gibt. Da können wir uns wirklich sehr, sehr glücklich schätzen und haben sehr viel erreicht. Also, und bei Aggression, natürlich ist Aggression ein prägendes Element im Leben, aber nicht
im Sinne der destruktiven Aggression. Weil Aggredere, das kommt ja von Aggredi. Aggredi heißt herangehen. Das heißt, ich bin bereit, etwas anzupacken. Ich bin bereit, mich zu stehlen. Ich bin bereit, etwas umzusetzen. Und das, da kann man ja nur sagen, Gott sei Dank haben wir diese Form der Aggression. Weil es so ist, dass Aggression aber auch viel Negatives hervorrufen kann, möchte ich mit Erich Sauer schließen, der 88-jährig meint, er hätte die Illusion fast verloren, seinen Wunsch oder sein Lebensanliegen einlösen zu können, und fügt ernüchtert hinzu, wenn die Welt in Ordnung wäre, dann bräuchten wir keine Kunst. So gesehen wird es noch viel Kunst geben, und darauf können wir auch stolz sein und uns freuen. Danke Ihnen, dass Sie hier sind. Ich werde auch mit Freunden reden.